Buongiorno, ciao, da bin ich wieder mit einer neuen Episode zum Thema Chianti Classico. Schön, dass auch du wieder dabei bist, wenn es heißt Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Ich bin Nina und ich liebe Chianti Classico und ich will dich auch heute wieder mitnehmen in meine Chianti Classico Welt. Heute bin ich zu Besuch auf dem Weingut Fattoria e Villa di Rignana in Panzano in Chianti. An meiner Seite sitzt heute der Inhaber von Rignana, Cosimo Gerige. Hallo, lieber Cosimo. Buongiorno, Nina. Ah, buongiorno. Wir sitzen heute an einem großen, langen Tisch nahe der Villa mit einem fantastischen Blick auf die Lagen von Rignana. Und ich glaube zu wissen, dass dieser Tisch aus einem ganz besonderen Holz gemacht ist. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, dieser Holz kommt aus Panzano. Den habe ich gekauft bei einem alten Holzhändler, der leider dann gestorben ist und alle seine Sachen wurden verkauft. Und ich habe diese Bretter, diese Balken aus Zypressenholz gekauft. Zypressenholz ist ein sehr wichtiges Holz für uns, weil es ist nicht nur um den Friedhöfe herum gepflanzt. Ja. Aus dem Holz von den von Zypressen wurden die Schränke gemacht. Und die Schränke, da in einen Schrank aus Zypressenholz, kommen keine Motten. Ach, interessant. Also die mögen keine, die natürliche Abwehr von Motten mit eingebaut. Ja. Super, ja. Sehr gut. Und Zypressenholz ist, der wird nicht von den Käfer, von den Borkenkäfer gegessen und so weiter. Der bleibt immer das Gleiche. Weil es so hart ist oder weil es nicht schmeckt? Weil er hart ist und weil er diesen Harz hat, dass er diesen festen und schönen Geruch, was uns gefällt, was aber die Motten nicht mögen und auch keine Borkenkäfer. Sensationell, super. Und deswegen kann dieser Tisch hier so schön im Freien stehen und verwittert auch nicht so schnell, nehme ich an. Nee, ist perfekt. Also ist einfach ich muss perfekt. Sagen, die einzige ist die Sonne, was ihm schadet, aber wir sind schön gedeckt. Unter Dach. Und das macht nichts. Wunderbar. Schön ist das. Wenn ich an Rignana denke, und das tue ich oft, dann fallen mir drei Begriffe immer sofort ein. Das eine ist Kraftplatz, das ist bei mir untrennbar mit Rignana verbunden. Igel, das Tier, und Sangiovese. Ich möchte aber dir heute Cosimo ein wenig noch vorstellen. Seit 1965 gehört die Fattoria di Rignana Cosimos Familie. Sein Vater hat damals das Weingut gekauft. Warum eigentlich, Cosimo? Also die Familie von meinem Vater stammt aus Deutschland. Großmutter war aus Berlin und der Großvater war aus Hannover. In der 20er Jahre sind sie nach Italien gezogen und der Großvater hat die Deutsche Akademie in Rom geleitet. Aber mein Vater hatte immer einen Wunsch, auf den Land zu gehen und sich ein Weingut kaufen. Und dann, Mitte der 60er Jahre, gab es eine Umstellung in der Landwirtschaft in der Toskana. Die alte Mezzadria-System, wo die Arbeiter 50% bekommen hatten und der Besitzer 50%, haben sich den Ertrag so geteilt, sind die Arbeiter dann ausgewandert. Mhm. Diesen Prozess hat eigentlich in den 50er Jahren angefangen. Die Arbeiter sind alle nach Florenz gegangen, weil sie wollten einen festen Platz haben. Und das Land hat sich dann, waren keine Menschen mehr. Diese berühmte Landflucht. Richtig. Und damals hat dann mein Vater das gekauft. Da waren noch ein paar Bauer hier. Die Besitzer waren nicht mehr da. Das war die Familie, hat sich dann irgendwie so beendet, finita. Und er hat dann Rignana gekauft. Er hat Rignana gekauft und somit einen wunderbaren Grundstein gelegt. Seit 1999 hast du jetzt dann die Verantwortung übernommen auf Rignana für die Weine und für, ich würde sagen, für Gesamt-Rignana. Du bist Vater von zwei erwachsenen Kindern und du bist leidenschaftlicher Jäger, wie ich weiß. Richtig. Und wahrscheinlich hast du, mein lieber Zuhörer, auch schon bemerkt, dass Cosimo so wunderbar Deutsch spricht. Er hat ja auch schon erwähnt, dass er, wo seine Wurzeln, seine Großeltern aus Deutschland stammen. Und wie kommt's dann dazu? Weil oft findet man das ja nicht, dass dann noch die dritte Generation so super Deutsch spricht oder die Sprache der Großeltern spricht. Weil du bist ja hier aufgewachsen.
aufgewachsen, oder? Ich bin hier aufgewachsen und ich habe in Italien Deutsch gelernt. Ach. Also mein Deutsch ist nicht perfekt. Ich mache schon mehr Fehler. Also ich wäre sehr stolz, wenn ich so Italienisch sprechen könnte. Ja, die Sache ist, dass ich dann nie richtig in Deutschland oder in Österreich gelebt habe. Und dann, viele Gäste, die bei uns kommen, wenn wir uns auf Deutsch unterhalten, sagen immer, ich spreche einen alten Deutsch. Ein Deutsch, das viel nicht mehr gesprochen wird. Das ist etwas, was mir würde so, ich nicht ganz manche Wörter, zum Beispiel, wenn ich Zeitungen lese auf Deutsch, oder sehe ich, dass manche Wörter nicht in mein Vokabular sind. Ja, gut, das ist die Sprache. Sprache lebt, ja. Sprache verändert sich. Ja, das ist ganz sicher auch so, wenn ich vor 30 Jahren oder 40 Jahren Italienisch gelernt hätte, würde es mir ganz ähnlich gehen. Davon bin ich überzeugt, ja, genau. Also, das heißt, du hast es hier in der Schule gelernt? Ich habe es in der Schule gelernt, dann habe ich dann natürlich zu Hause, weil ich konnte mich mit meinem Großvater nur auf Deutsch unterhalten. Ah, okay. Und dann habe ich dann weiter mit unseren Gästen und dann... Okay, immer. Und dein Vater hat auch Deutsch mit dir gesprochen oder war das dann doch Italienisch? Als Kind haben wir Deutsch gesprochen. Interessant. Das war wichtig. Das habe ich auch mit meinen Kindern gemacht. Ja. Weil ich glaube, man muss nie verlieren, muss nie vergessen, welche Wurzeln unsere Wurzeln sind. Und Sprache ist sowieso der Goldschatz in der heutigen Zeit. So, aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen und so richtig loslegen, kommt es natürlich noch ganz dem Titel des Podcasts folgend auf ein Glas Wein. Dazu, dass wir natürlich ein Glas Wein an unserer Seite stehen haben. Was haben wir denn im Glas, lieber Cosimo? Im Glas haben wir einen 100% Sangiovese Bianco. Das ist ein Sangiovese aus dem alten Weinberg. Der wurde etwas früher gelesen, damit das Alkohol nicht zu hoch geht und dass die schönen Aromas von der Traube genau wie beim Weißwein bleiben. Aber es sind rote Trauben. Gerade wollte ich sagen, aber Sangiovese sind doch Rotweintrauben und ich bin ja noch nicht, glaube ich, farbenblind. Das ist Weißwein in unserem Glas. Das ist ein Blonde Noir. Ein Blau de Noir, wunderbar. Wenn man die Sangiovese-Traube, wir lesen etwas früher, wie gesagt, dann werden die Trauben enttrieben und gleich gepresst, aber sehr, sehr leicht gepresst, damit sie keine Färbung von der Schale bekommen. Abgeben. Okay, also und das dann heißt, sofort pressen, sanft pressen und dann erreichst du eine weiße Farbe. Ja. Dann lass uns anstoßen, lieber Cosimo. Salute. Salute, danke. Grazie a te. Das riecht hervorragend. Ich liebe ja diesen Duft, der Sangiovese, wenn sie weiß ist, weil sonst ist ja Sangiovese eher manchmal recht still im Geruch, sage ich gerne. Also es ist nicht so blumig. Das ist eine strenge Traube. Aber im Weißwein zeigt er sich immer hervorragend von den Düften. Ich habe es ja schon erwähnt, Rignana ist für mich ein Grafsplatz. Man hört schon, der liebe Gott. Ich weiß nicht, ob du das auch hören kannst. Es donnert um uns herum. Es könnte bald ein Gewitter auftauchen. Hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht. Rignana ist für mich ein Kraftplatz, habe ich ja schon erwähnt. Und ganz kurz möchte ich dir Rignana vorstellen. Rignana liegt sozusagen am nordwestlichsten Spitz vom Panzano. Und wenn man zu Rignana zufährt, dann fährt man über eine Schotterstraße. Und wenn man dann Rignana erreicht hat, dann eröffnet sich einem ein richtiges Tal mit einem wunderschönen Weitblick. Ich komme dann immer her und ich fühle dann eine ganz, ganz spezielle Energie her. Ich kann es sehr schwer beschreiben, welche Energie das ist, aber es tut mir immer gut. Es ist eine Mischung aus Ruhe und Leben. Geht's dir auch so? Ja, mir geht's auch so. Obwohl du hier lebst und obwohl du das täglich erlebst? Ja, weißt du, wie jeder Mensch, wie viele von den Menschen, muss ich auch arbeiten. Und manchmal mit der Arbeit und manche Sachen bekommst du eine schlechte Laune oder sagen wir so, ein Bauchschmerzen während der Nacht. Und ich muss dir sagen, wenn ich morgens aufstehe, wir stehen ziemlich früh, besonders diese Zeit auf, wenn ich ein bisschen so laufe und so weiter in den Weinberge, dann geht's einfach, diesen Bauchschmerzen geht weg und man fühlt diese Kraft. Und ich glaube, die gleiche Kraft hat mein Vater auch bekommen, als er in 65 das Weingut gekauft hat. Wenn man von diesem Schotterweg aus dem Wald rauskommt, man hat diesen Gefühl. Und das hat er damals, glaube ich, auch bekommen. Okay. Und das haben natürlich auch unsere Gäste, wenn sie hierher kommst, wenn du kommst. Und das ist etwas Schönes, weil es ist einfach ein schönes Stück Land auf einem Hügel,
gleich aus dem Wald. Aus dem Wald raus und es eröffnet sich einem so. Man kann so richtig durchatmen, habe ich manchmal das Gefühl. Und es ist so richtig wohltuend. Rinhiana ist aber nicht nur ein Weingut. Wir haben bis jetzt hauptsächlich über Weingut gesprochen. Angeschlossen an Rinhiana ist auch ein Agriturismo, also ein Platz zum Ferien machen. Und kein Wunder, an so einem Kraftplatz macht man sehr gerne Ferien mit einem fantastischen Pool, wie ich weiß. Rinhiana hat auch eine kleine Kapelle, die sich perfekt eignet für Hochzeiten und demzufolge fanden und finden hier viele Hochzeiten statt. Ein Traumplatz, kann ich nur sagen, zum Heiraten. Und zu Rinhiana gehört auch die Cantinetta di Rinhiana, ein Restaurant, wo man die typische Toskana-Küche genießen kann. Und wie du vielleicht im Hintergrund hörst, haben dort gerade Menschen sehr viel Spaß und lachen ziemlich und genießen einfach den schönen Tag, den wir heute haben. So viel zu Rinhiana im Überblick. Aber Rinhiana, du hast ja schon erwähnt, man fährt durch den Wald. Rinhiana ist circa 120 Hektar groß, alles zusammen. Ja, 14 Hektar davon sind Rebfläche, kann man sagen. Und du hast in etwa 1000 Olivenbäume. Ich stelle mir das immer so schrecklich vor, 1000 Olivenbäume. Alleine davon hätte ich Bauchschmerzen, aber egal. Du, das machst ja Gott sei Dank du und ich darf das Olivenöl genießen. Der Rest sind Wald und Felder. Auf diesen 14 Hektar Rebfläche befinden sich die Rebsorten Sangiovese, Canaiolo, Merlot und Cabernet Franc. Giusto. Oh, wie groß ist eigentlich der Anteil von Sangiovese auf Rinhiana? Ist ungefähr 70-75%. Oh, also ein großer Anteil. Ja. Die Weine und das Olivenöl von Rinhiana sind biologisch zertifiziert. Im Sortiment befinden sich drei Weine mit der Bezeichnung Chianti Classico. Die Chianti Classico Annata, wie man so schön in Italien sagt. Annata steht auf keiner Flasche drauf. Aber das ist so der Ausdruck des aktuellen Chianti Classico, des Basis Chianti Classico. Das ist ein wunderbar fruchtiger Chianti Classico, ein Chianti Classico Reserva, ein Chianti Classico Gran Selezione. Dann gibt's noch den Il Riccio. Anfangs war das ein reinsortiger Merlot. Später kam ein wenig Cabernet Franc hinzu. Und der aktuelle Jahrgang ist ein reinsortiger Cabernet Franc. Abgerundet wird das Sortiment noch durch drei sommerliche Weine, einem reinsortigen Canaiolo in der Strohflasche, in der typischen Fiasco, wie es auf Italienisch heißt, einen fruchtig frischen Rosato, also Roséwein und last but not least Sangiovese Bianco, also der weiße Sangiovese, den wir heute im Glas haben. Und nicht zu vergessen das hervorragende Olivenöl von Rinhiana. Wenn man jetzt so deine Weine, deine Flaschen betrachtet, lieber Cosimo, dann haben alle etwas gemeinsam. Auf jeder Flasche ist ein Igel abgebildet. Und auch hier auf Rinhiana, wenn man sich auf Rinhiana bewegt, sieht man überall Igel als Figuren, Igel aufgemalt, Igel selbst auf Kaffeetassen, auch auf den Weingläsern, aus denen wir heute trinken, ist ein Igel zu sehen. Lieber Cosimo, liebst du Igel? Gibt's hier so viele Igel oder wie kommst du zu den Igeln? Es gibt schon Igel. Das ist ein Zeichen, dass hier noch die Natur ziemlich intakt ist. Aber das Igel hier von den Flaschen und von den Gläsern ist Il Riccio. Igel ist Riccio auf Italienisch. Ah. Und das kommt von der Familie De Ricci, die damals Rinhiana im Besitz hatten. Und vor der Familie. Vor meiner Familie, ja. Und da gab's die Familie Ricci, hatte eine Heilige, Santa Caterina de Ricci, an der Kirche gegeben, im 17. Jahrhundert, und Scipione de Ricci, ein Bischof, der Bischof von Prato und Pistoia gewesen ist, Ende vom 18. Jahrhundert. Scipione damals hatte probiert mit den Österreicher, mit der liebe Leopoldo II. Von Habsburg, der in der Toskana geherrscht hat, hatte probiert, eine Reform von der Kirche zu machen. Es war die Zeit von der Aufklärung, der wollte die Sachen einfacher machen. Damals schon. Und dann aber leider, das hat der Kirche nicht gefallen, alle seine... Seine Experimente und hatten dann Scipione nach Rinhiana geschickt, das war ihr Familienbesitz von der Familie De Ricci. Und da hat er seine letzten Jahre verbracht und ist in der Kapelle begraben. Und daher, weil Ricci die Mehrzahl des Wortes Riccio, der Igel ist, hast du den Igel oder
ihr, deine Familie, den Igel zum Markenzeichen von Rinjana gemacht. Ja. Also ganz einfach für alle, wenn ein Igel auf der Flasche ist, dann wissen wir, Rinjana ist drinnen. Das ist richtig. Wir haben ja bereits erfahren, dass die Sanchovese ein Big Player hier auf Rinjana ist. Alleine schon von der Rebfläche her. Was macht für dich die Sangiovese aus? Welche Vorteile siehst du? Welche Nachteile siehst du? Welche Eigenschaften schreibst du ihr zu? Was liebst du an ihr? Was magst du nicht an ihr? Ich glaube, Sangiovese ist eine spannende Traube. Also Sangiovese ist gar nicht leicht zu produzieren. Sangiovese braucht einen bestimmten Boden, bestimmten Lagen. Und man muss auch aufpassen, wie viel er produziert. Also nicht zu viel oder zu wenig produzieren. Also ziemlich zickig. Es ist eine zickige Traube. Okay. Ist ein bisschen wie der Nebbiolo. Man muss aufpassen, dass die Trauben immer schön an der Sonne liegen, in der richtigen Moment, auch nicht zu viel Sonne, damit keine Krankheiten, weil manchmal das Sangiovese kann, die Traube kann ziemlich hart, also ist ziemlich eng und da können auch so, Probleme wie Mehltau oder falschen Mehltau. Ja. Und der braucht sehr viel Pflege. Mhm. Am Anfang Sangiovese ist ein bisschen schwierig. Bei der Gärungsprozess funktioniert alles okay, aber dann am Anfang ist die Säure sehr hoch. Ja. Und viele Leute mögen die Säure nicht, weil es ist einfach zu intensiv. Also nicht nur am Anfang, im Gärungsprozess ist die Säure hoch, sondern als Jungwein. Als Jungwein, richtig. Aber dann mit der Zeit, diese Säure, bei der biologischen Gärung, bauen sich diese Säure ab. Und da, der liebe Sangiovese kommt langsam raus. Aber er braucht Zeit. Das ist eine Traube, der kann nicht so schnell verbraucht werden, besonders in diesen Lagen. Er braucht Zeit, um sich richtig Wo meinst du die Zeit? Zeit hier in den Lagen, bis die Pflanzen sich richtig eingelebt haben? Das auf jeden Fall. Und dann auch im Keller? Im Keller und in der Flasche natürlich. Was verstehst du unter Zeit? Braucht Zeit, dass man das ein bisschen der Sangiovese, der hundertprozentige Sangiovese, was wir haben, die Gran Selezione, muss mindestens 30 Monate im Holz sein, wie vom Gesetz her. Ja. Und natürlich braucht er auch seine Zeit in der Flasche. Und manchmal trinkt man solche Weine zu jung, weil man denkt, die werden einfach besser. Aber du bist auch ein großer Freund vom Lagern von Sangiovese. Ja, auf jeden Fall. Und also das sind jetzt so Nachteile der Sangiovese hast du jetzt erwähnt. Sie ist schwierig, sie ist zickig, lass mich so formulieren. Sie hat eine hohe Säure, sie braucht lange im Keller. Die Pflanzen brauchen lange, bis sie sich hier eingelebt haben. Warum hast du es dann? Es muss ja einen Vorteil geben. Das ist spannend, weil dann am Ende kriegt man macht eine Flasche nach 10 Jahren, nach 15 Jahren auf. Ich habe vor kurzem jetzt ein 2010 aufgemacht. Ja. Und man denkt, ja, vielleicht, aber dann ist noch die Säure so schön und der Wein ist so schön immer noch und das gibt natürlich, da wird man, wie gesagt, man als Prämie für alles, was man gemacht belohnt, hat. Belohnt. Ich kann das bestätigen. Zufälligerweise haben wir auch vor nicht allzu langer Zeit eine Flasche 2010, Chianti Classico 2010 geöffnet. Er stand da wie, natürlich ein bisschen gereift, aber er stand da wie ein junger Bursche und hat noch ganz viel zum Erzählen gehabt, wie ich das immer gerne nenne. Also überhaupt noch nicht müde, sondern sehr lebendig noch. Fantastisch einfach. Ja. Obwohl ich jetzt in den letzten Jahren habe ich mich auch beim Cabernet Franc sehr genährt, muss ich sagen. Der hat Ähnlichkeiten mit den Sangiovese. Ach, du siehst Ähnlichkeiten, okay. Ich sage Ähnlichkeiten, weil er reift ungefähr im gleichen Moment. Okay. Und das ist, weil Merlot zum Beispiel reift ziemlich eher als früher als der Sangiovese. Cabernet Franc reift ungefähr in der gleichen Zeit.
Und irgendwie, der kommt auch zusammen im Blend von der Reserva, irgendwie passt er als aromatischer Cabernet sehr gut mit den Sangiovese. Also du siehst eine wunderbare Vereinigung, Hochzeit sozusagen zwischen Sangiovese und Cabernet Franc. Ja. Ich ja. kann mich noch gut erinnern, wir zwei arbeiten ja doch schon ein paar Jährchen jetzt zusammen. Als du mir das erste Mal erzählt hast, dass du Cabernet Franc gepflanzt hast, habe ich mir gedacht, jetzt ist er verrückt geworden. Was will er denn hier mit Cabernet Franc? Denn ich glaube, auch den reinsortigen Cabernet Franc, den ich vorher erwähnt habe, den Il Riccio, Cabernet Franc findet man hier im Chianti nicht so oft. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt niemanden, der einen reinsortigen Cabernet Franc hier im Chianti macht. Es wird den einen oder anderen geben, aber es ist nicht unbedingt das Übliche, nicht unbedingt das, was man sich, wenn man ins Chianti kommt, sagt, oh, jetzt erwarte ich mir 100%igen Cabernet Franc. Ja, das ist richtig. Aber natürlich, man muss immer probieren, man muss neue Sachen suchen. Wie hast du das entdeckt, dass der Cabernet Franc so gut zur Sangiovese passt? Ich habe es entdeckt, also ich habe es von der Traube, also Traube ist eine Frucht. Ja. Ich sage immer, man muss die Trauben pflücken, wenn sie reif sind und wenn sie gut schmecken. Und damals habe ich einen Freund in Bulgari und wir sind zusammen in den Weinbergen, weil die reifen etwas eher. Und ich war am Wochenende in Bulgari und wir sind zusammen in Weinbergen und haben wir die Trauben gekostet und getestet. Und der Cabernet Franc hat mir einen guten Eindruck gegeben. Mhm. Ich habe gesagt, das ist eine gute Traube. Mit dem Merlot kannte ich schon, Cabernet Sauvignon kenne ich auch, Cabernet Franc kannte ich nicht. Dann habe ich gesagt, wir probieren einen Hektar zu pflanzen. Ja. Und dann, er braucht, muss ich sagen, im Vergleich von den Sangiovese, Cabernet Franc braucht Zeit. Also die Wurzeln müssen tief gehen, um einen guten Ergebnis zu geben. Wunderbar. Nur wenn die Pflanze 7, 8 Jahre alt ist, dann bringt sie sich zum Ausdruck. Richtig. So, richtig. Sonst ist er ein bisschen grün, ist er ein bisschen so Peperone, genau. Verde. Paprika. Paprika ist ein typisches Aroma für Cabernet Franc. Ich gratuliere dir zu dieser Entscheidung. Ich gestehe, ich gebe zu, ich hätte das nicht so erwartet, aber es überzeugt mich immer mehr und immer öfter, deinen Cabernet Franc. Es ist nur etwas Besonderes, das kann man schon sagen. Also du hast ja schon bereits erwähnt, du hast im Blend in der Reserve dabei. Das findet man ganz, ganz selten. Also das überhaupt nur Sangiovese und Cabernet Franc in der Kombination. Aber umso eindrucksvoller ist es, dass du das so machst. Sangiovese ist ja deine große Liebe. Du kannst mir erzählen, was du möchtest. Der Cabernet Franc ist eine Schwärmerei, aber Sangiovese ist deine große Liebe. Das bringt sich ja schon alleine dadurch zum Ausdruck, dass du gleich drei Farben Sangiovese produzierst. Also du hast einen Rotwein, klar, Sangiovese ist eine Rotwein-Rebsorte und daher produziert man Rotweine aus Rotwein-Rebsorten. Aber du hast auch gleich noch einen Roséwein und einen Weißwein, wie wir schon kurz erwähnt haben. Warum hast du dich eigentlich entschieden, die Sangiovese so, wie soll ich sagen, so bunt darzustellen, wenn ich das so formulieren darf, die Tricolore quasi der Sangiovese? Denn es ist ja auch ein mutiger Schritt, denke ich mir, nicht daraus Rotwein zu produzieren, den ich wahrscheinlich sehr gut und relativ sicher verkaufen kann, sondern nein, du bist ja recht früh mit einem Rosato einen Weg gegangen, da gab es noch nicht viel Rosato in der Gegend und ich glaube, mit dem Sangiovese Bianco bist du sowieso einer der, es gibt mehrere, aber ein großer Vorreiter. Warum hast du dich dazu entschieden? Also mit dem Rosato, wir nennen ihn Rosato auf Italienisch, hatte sich schon mein Vater, hatte angefangen, den Rosato zu produzieren. Und früher hat man Rosato in den Fattorie, in den, wie heißt das? Weingüter? Hat man Rosé schon früher gemacht, weil früher hatten wir ein ganz anderes Klima und andere Rebstöcke. Also da war immer in Sangiovese, aber die Trauben haben viel mehr produziert. Mhm. Um den Wein etwas mehr konzentriert zu machen, haben wir die Weine entrebelt, die sind im Fass gekommen und wir haben den frischen Saft, sagen wir so, nach ungefähr 24 Stunden etwas weggenommen von der Maische. Die ist berühmte Seignier-Methode. Richtig. Bluten. So ist der Rosato entstanden. Aber du produzierst deinen Rosato heute anders, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich, sagt er. Ja.
Ja, weil diese Methode ist nicht, glaube ich, es ist ein altes Methode. Die Weine sind schöne Rosati, aber ein bisschen schwer. Der Sangiovese, der Rosé braucht eine schöne Frische und wir pressen und kältern gleich auf sehr tiefe Temperatur. Der muss auf so 14, 15 Grad gehen, sehr langsam. Er muss auf die Hefen bleiben. Wir geben keine zusätzliche Hefe. Das ist eine natürliche Hefe. Du hast uns vorher erklärt, die Sangiovese, für den Sangiovese Bianco werden die Trauben sofort gepresst. Ja. Für den Rosato. Auch ungefähr so schnell. Aber die Traube wird etwas später geerntet. Ah, also das heißt, du beginnst mit der Ernte sozusagen für den Bianco, dann machst du die Ernte für den Rosato und dann bleiben dir die Top-Trauben, wenn ich das so formulieren darf, übrig, unter Anführungszeichen, die du dann für die verschiedensten anderen Weine verwendest. Ja. Aber dein Rosato und dein Weißwein sind 100% Sangiovese Bianco, im Gegensatz zum Chianti Classico und dem Reserva. Bei der Reserva, wie bereits erwähnt, kommen 10% Cabernet Franc hinzu. Und für aufmerksame Zuhörer, der Canaiolo, den ich am Anfang erwähnt habe, der kommt in den Chianti Classico. Richtig, richtig. Also, und in den Fiasco hinein, als 100%iger Canaiolo. In den Fiasco, in die Strohflasche. Es klingt für uns... Wir sagen ja im Deutschen Fiasco, das ist ein Fiasco, also quasi eine Katastrophe, ein Chaos. Der Italiener würde sagen, ein Casino. Aber für uns klingt das so, aber Fiasco bedeutet Strohflasche, nicht? Ja. Fiasco hat eine lange Geschichte, ist der älteste Behälter für den Wein. Der älteste Behälter für den Wein? Den Stroh, weil früher die Weingüter haben Wein produziert und die haben den Wein nach Florenz gebracht, wo er in die verschiedene Restaurants, sagen wir so, oder Osterie ausgeschenkt wurde. Und da gab's diese große, das wurde alles mit dem Pferd nach Florenz in diesen Karren getragen. Und der Stroh war gemeint, damit konnte man alle Fiaschi einen neben den anderen aufstapeln, damit das Glas nicht kaputt gegangen ist. Und ich glaube zu wissen, es gibt noch eine zweite Funktion. Es war auch der erste Kühler. Denn wenn man den Stroh nass gemacht hat, das heißt die Flasche im Wasser getränkt hat, durch die Verdunstung, durch die anschließende Verdunstungskälte wurde der Wein auch leicht gekühlt. Was ich ja bis heute für Chianti Classico empfehle, dass man Chianti Classico eher leicht gekühlt trinkt und nicht bei Zimmertemperatur. Also ich empfehle 16 bis 18 Grad. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ist richtig. Da, weil da der Canaiolo gibt den Chianti Classico eine frische, eine schöne Note an der Nase. Die Tannine sind beim Chianti Classico Annata nicht so stark, also wie der Reserva oder der Gran Selezione. Weil eben die Annata, wie es so schön heißt, der Chianti Classico, zum Schnelltrinken, nicht unbedingt zum langen Lagern gedacht ist, während eine Reserva und seit einigen Jahren jetzt ja auch die Gran Selezione, die ja bei ihr 100% Sangiovese ist, durchaus zum Lagern gedacht sind. Ja, die Gran Selezione kommt aus einem bestimmten Weinberg, il Vigneto delle Villane, und wir machen eine kleine Menge, also eine Hektar wird sehr wenig produziert, wir passen sehr viel an die Pflanze, an der Produktion von der Pflanze, und das wird nur in bestimmten Jahren abgefüllt, sagen wir so, ist ein besonderer Wein. Also ein Lagen Chianti Classico mit besonderer Reife und aus dem Top-Traubenmaterial. Ich nehme an, es wird nicht die schlechteste Lage sein. Nein, überhaupt nicht. So, mein lieber Cosimo, ich bedanke mich schon mal bei dir. Grazie a te, Nina. In der heutigen Episode war hoffentlich wieder etwas für dich dabei. Vom Kraftplatz über den Igel und der absoluten Sangiovese-Passion. Unsere Gläser sind jetzt leer. Danke, lieber Cosimo, für den Wein und für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Den Link über diesen Wein, dass du mehr Informationen über diesen Sangiovese Bianco und überhaupt über Rignana erfahren kannst, stelle ich dir wie immer in die Shownotes. Da kannst du dann dir ein Bild davon machen. Und so bleibt mir nur noch, mich zu bedanken für deine Zeit, die schönen Erzählungen, deine Rückblicke, die du uns gegeben hast. Und ich werde jetzt diesen schönen Platz wieder verlassen, wieder nach Panzano zurückfahren.
Und wenn du aber in der Zwischenzeit mehr Eindrücke in Bildform von Rignana, von Cosimo oder dem Chianti Classico haben möchtest, dann besuch mich doch einfach einmal auf Instagram unter dem Namen Nina in Chianti natürlich. Dort findest du wunderbare Bilder von Menschen, Natur und den Weinen. Ich hoffe, ich konnte dich auch heute mitnehmen in meine Chianti Classico Welt, denn das ist meine Passion, mein Auftrag. So fühle ich es zumindest. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ich freue mich auf dich. Ciao, a presto. Arrivederci.